Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Hallo, du kleiner Kräftiger. Ich habe mir überlegt, ich muss meine Taktik auf jeden Fall ändern. Oh Mist, ich hab was. Schock, Welle, flieg! Okay, einmal starker Kaffee für mich. Du hast mich, oder? Oh, warum? Schock, Welle, flieg! Der hasst mich! Was hast denn du gegen mich? Also funktioniert es ganz gut. Wenn der auf mich getriggert ist. Los, Fluffy, gib's ihm! Kamehameha! Meins! Der hat Probleme mit Zauber, wie mir scheint. Ach so! Gut gemacht. Tröpfchen. Wie wär's mit ein bisschen Magie? Oh Mist. Gut. Feuer gefällig. Ich muss mir angewöhnen, diese Starken so zu besiegen. Der war ganz schön übel. Okay, sie ist wieder fit. Dann geht's ja. Okay, das war die Geschichte schon mal. Nördlichen Schimmersand. Okay, die ist sauer. Da kann aber Tom Poo wieder arbeiten. Sommersonne. Ihr habt doch eigentlich gar keine Chance gegen mich. Tja, das ging jetzt eigentlich. Auf jeden Fall seht ihr so über Renike und Flappy. Vielleicht gebe ich Susi auch noch rüber. Da kann ich bei Tom Poo bleiben. Oh, ein Weißbrot, sehr schön, kriege ich die auch langsam wieder. Lumpenschön. Mach mal schnell den kaputt. Meins, 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 meins. Ach komm, die braucht es gar nicht, du blöder, fetter Bräuler. Ich finde schon mal gut, dass sie jetzt wirklich nicht unsere MP ständig verbraucht. Ach so, ich sollte mal auf die Karte schauen. Weil da werden mir solche Sachen halt angezeigt. Da oben läuft doch ein Laffe. Ziemlich eindeutig. Gut, ich dachte, ich kann es umgehen, aber er hat mich dann doch bemerkt. Aber ich will dann wirklich erstmal auf die Sachen gehen, dass ich mehr im Kampf geschenkt bekomme. Ich glaube, das ist wichtig. Wieso sind diese Funkenfakire so schwach? Und die anderen haben mich da weggebürstet wie noch was. Was haben die da eigentlich auf dem Rücken? Das sieht aus, als wären die da Brüste.
Oh, eine süße Pastete. Ich habe darauf gehofft, dass ich mal wieder eine krieg. Oh, da muss ich sogar hin. Okay, im Norden muss hier... Ich guck mal trotzdem weiter. Rennt tatsächlich die Lappen rum. Ist mir auch schon aufgefallen, Junge. Nee, mach mal die Sommersonne weg. Ui, das hat gesessen. Moment, die ist ja kaputt gegangen. Wann ist denn das passiert? Sollte mal ein bisschen auf Esther achten. Die falsche Taste. Einmal in das Hand. Du kriegst mal noch ein bisschen Verteidigung. Vielleicht hau ich dir auch mal ein bisschen magische Verteidigung rein. Ist vollgestopft bis zum geht nicht mehr. Schön, dass ich die süße Pastete jetzt wieder gekriegt habe. Schade bestimmt nicht, wenn du ein bisschen magische Verteidigung hast. Oh, ein bisschen Schokolade. So, Tompu wird auch deine magische Verteidigung wird jetzt erhöht. Magischen Angriff brauche ich echt nicht machen, weil es wäre wirklich schwachsinnig. Aber ist das ein Bug, dass ich die nicht höher kriege? Es geht einfach nicht höher. Ich glaube, du kannst mich gar nicht mehr mögen. Stopfe ich trotzdem weiter voll erstmal. Oder muss ich dann vielleicht die anderen Sachen erstmal erhöhen? Das könnte auch sein. Das sieht mir sehr gefährlich aus, das Vieh. Aber es wird auf der Karte nicht angezeigt. Der wurde zusammengeschlagen. Gut, unser Bräuler macht Fortschritte. Er wird mir nicht angezeigt. Ich speichere trotzdem mal. Nein. Vorher kannst du dir mal das hier und du kannst dir mal das hier und du kannst dir auch noch mal was. Gut, ein bisschen Weißbrot und ein bisschen Eiskaffee. Der wird garantiert was. Was ist? Ach halt, Verwirrung. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Oh Mist. Das heißt, Tompu muss ran. Der hat ein bisschen Panzerung. Okay, der ist schwach.
Den schlag mal so zusammen. Aber ich hier überhaupt da so ein paar Sorgen. Das war relativ simpel jetzt. Okay, dann gehen wir wieder in die Stadt. Wenn ich da denke, dieses eine Tigervieh, was mir das angetan hat und der... Er wurde mir auf der Karte gerade nicht angezeigt. Ja, habe ich dich erwischt? Ach, den kaputt. Das Vieh überhaupt nicht interessiert ist, dass es verprügelt wird. Ja, hol dir das, heil dich so. Ah, sie ist auch endlich aufgestiegen. Man muss in dem Spiel tatsächlich nicht grinden. Das habe ich auch gelesen, dass man in dem Spiel an und für sich nicht grinden muss. Okay, der Schiss, das wundert mich nicht. Ich habe auch gerade keinen Bock auf dich. Quellwasser zweimal? Ach, nur eine Flasche. Okay, man hat nicht immer die Chance auf zwei. Das ist auch gut zu wissen. Ich kaufe uns auf jeden Fall noch mehr Sachen in Al-Kuwait. Wir haben jetzt zwar ordentlich Geld, aber ich hätte gern tatsächlich ein bisschen mehr Eiskaffee. Gehen wir erstmal zur Monsterjagd. Ich weiß noch, wo ich diese spezielle Würze herkriege. Gibt's hier was Neues? Wahrscheinlich erst mit neuen Quests. Habe ich falsch geschaut. Ich hätte im Hügelland nochmal schauen müssen. Das mache ich irgendwann anders. Hätte ich gern. Yay! Die war viel leichter als der Barbarenbandit. Drei Stück. Ah, ja, okay. Ich habe vier Stempelkarten? Ach so, okay, ja. Gibt's noch mehr? Eine wertvolle Wurzel. Im Hochland südlich des Goldhains. Ein Knollkopf ist südlich des Goldhains erschienen. Die Wurzeln, die sie gerade erzielen, immer einen guten Preis. Das werden wir auch töten. Das will ich haben. Aber ich gehe erstmal in die Uhutik. Hier auch irgendwo war. Ach, hier. Aber ich würde mir gerne noch ein bisschen Eiskaffee holen. Ich glaube nämlich, du gibst uns, glaube ich, kein Kaffee, oder? War Kaffee auch im Angebot? Ich glaube nicht, fast nicht. Nee. Oh ne, ja, das ist so teuer. Davon hätte ich trotzdem noch gerne einen. Könnte ich gebrauchen unter Umständen. Davon brauche ich mindestens einmal was. Genauigkeit. Und Eiscreme. Also die kann man hier wirklich gebrauchen. So. Du kannst doch bestimmt diesen... Oh, das ist besser bis. Deutlich besser.
Dann gehen wir noch mal kurz schlafen für 20 Gulden und dann sind wir auch wieder fit. Dann ist es auch nicht so schlimm. So, ganzes Geld schon wieder rausgeschmissen. Erstmal zum Kreaturenkäfig. Warum kann ich dich nicht... Das geht doch wieder, oder? Warum geht das nicht höher? So, ziemlich viel Genauigkeit. Du brauchst auf jeden Fall mehr Verteidigung. Du kriegst aber trotzdem ein bisschen Genauigkeit. Oh, erstmal den Angriff fertig machen. Kurz ein bisschen ausruhen. Wir haben ja Zeit, wir können ein paar Tage schlafen. Übernachten. Scheint ja... Ist, glaube ich, vollkommen egal. Aber ja, ist wirklich so. Nickerchen ist unglaublich wichtig. Nein. Wenn man einfach mal so zwischendrin sich eine Stunde hinlegt, oder eine halbe, man kann unglaublich viel Produktivität wieder rausholen. Das meint man gar nicht. Man hat auch teilweise mehr vom Tag, wenn man zwischendrin einfach mal eine Stunde schläft. Auf Arbeit zum Beispiel. Wirkt Wunder. Ich habe gar nicht geschaut, wo ich hin muss. Südlich. Okay. Da ist Norden. Also in die Richtung. Ah, ich weiß nicht, in die Löcher will ich irgendwie nicht. Ich probiere es mal aus, was passiert. Ach, da kann ich gar nicht hin. Okay. Come on. Here you go. Und den kaputt. Schön von allen Seiten verdreschen. Oh. Hätte ich gar nicht machen brauchen, irgendwie habe ich ja eh soweit. Egal, sahnige Milch gekriegt. Die 20 Gold. Gulden. Ich glaube, da pfeife ich einfach drauf. So ein Schädeltyp. Da oben rennt die Fakire rum. Ah, krass dich auch noch an. Herr ein Gastiger, hatte ich schon lange nicht mehr. Auch kein Wunder. Oh, sehr schön. Ja, genau über ihn. Ich nimm das mal. Richtig so. Du solltest dich am meisten heilen. Weil dann haben irgendwie am wenigsten Verteidigung. Ich glaube, die hat auch noch am wenigsten Leben. Bei Olli ist schon ein paar Stufen höher. Okay, du bist ein normaler Gastiger. Da sind die Barambinos. Ich glaube nicht, dass ich da hinten soll. Wahrscheinlich noch nicht. Okay, die haben Schiss vor mir. Das ist schon mal schön. Das macht es mir auf jeden Fall leichter, hier durchzulaufen. Der greift mich allerdings an. Vielleicht zwei.
teile ich mit einem aus. Sie kriegt einfach nur die ganze Zeit auf die Fresse. Naja, die nimmt aber auch immer die, aber was soll's. Ne, müsste eigentlich hier irgendwo sein. Der Cut ist mal wieder nichts angegeben. Das sind aber nur bei Bambinos. Was ist das denn? Ach, diese Schweine. Kann mal gucken, ob hier noch mehr ist. Karte sehe ich schon mal nichts. Da fehlt noch ein, was sehe ich gerade. Ach Moment. Ich muss südlich des Goldhains. Das heißt, ich muss da hoch. Ui. Du hast aber einen Zahn drauf. Der Funkenpaket traut sich, der Gastiger ist. Der Kriegsschreiber war echt ein Arsch. Hol dich über Renike. Ah, hier ist ein schöner Angriff gemacht, schätze ich mal. Und seinige Milch. Die Funkenfakire sind echt nicht so schlecht. Man schlägt sie gut zusammen und sie geben die Milch. Die Milch macht's. Let's go. Ist das geheilt? Ach, wahrscheinlich durch dieses komische Ding, was er hatte. Oder hat sie ein Level? Und wieder geheilt. Gut, dann gehen wir was Gutes. Gold ist auch nicht wenig gekommen. Kann ich mit leben. Greifst du mich an? Nee. Kriegst du halt so langsam. Da ist, glaube ich, der Goldhain gewesen. War da der Goldhain? Ach, da greife ich doch an. Ich muss eh in den Goldhain. Ein Einzelner. Warum greifst du mich an? Bist du beschränkt? Ja, du hast nicht mal in der ersten Runde überlebt, also... Das war ja wohl ein Witz. Muss eh nochmal in den Goldhain, glaube ich. Wieso greift er mich mit einmal an? Ich kapiere das nicht. Vor allem, ihr seid einzeln. Vorhin habt ihr euch in die Hosen gemacht. Ist gut, dass ich unser ganzes Zeug verpulvert. Einen Eiskaffee habe ich nicht grundlos geholt. Da oben. Ah ja, das scheint auch das zu sein. Was ist das für... Ach, das sind diese komischen Hähne. Greift er mich an? Nee, hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. Was bist du denn? Mein Gott, bist du hässlich. Ich erlöse dich mal lieber schnell.
Okay, kriege ich jetzt endlich mal deine magische Verteidigung hoch? Dann will ich gerne deine Flinkheit haben. Oh, mit schöne Kugel Eis mit Zuckerstreusel. Hätte ich jetzt auch so Bock drauf. Oh, was kriegst du denn? Ein bisschen Verteidigung wäre nicht schlecht. Deshalb esse ich übrigens auch so viel Pudding, um meinen Verteidigungswert zu erhöhen. Keinen anderen Grund gibt's. Schön mit Pudding vollstopfen. Olli darf jetzt gleich wieder seinen Zauber wirken, weil ich vermute mal, dass wir wieder so einen Übergegner haben. Wenn der drei Dinger wert ist, ein Pudding mit ein bisschen Kirschsoße oder sowas obendrauf. Die gibt's auch zu kaufen, diese Grießpuddings. Aber der hier sieht besser aus. Mittlerweile mag ich die Grießpuddings auch nicht mehr so. Früher mochte ich die extrem gern. Der Knollkopf. Das ist bestimmt ein Gegner, den wir später öfter treffen. Vor allem, wenn er allein ist, glaube ich, dass er stark ist. Okay, hab mich geirrt. Du bist tot. Also, das war ein Witz. Und die Gelbwurzel. Okay, ich bin hier aber noch nicht fertig. Muss noch ein bisschen in Gold heilen. Glaube ich zumindest. Zum Gold heilen, ja. Okay. Wo ist der Typ? Hier auf jeden Fall nicht. Ich kann mich nicht entsinnen, hier überhaupt schon mal jemand gesehen zu haben. Bin ich mir so ein oder sind die Monster hier ein bisschen übermotiviert? Hä? Warum? Was ist los? Ah, ich weiß schon, Mann. Die haben das Lunchpaket gewittert. Das hat er bestimmt ordentlich Appetit gemacht. Ach, ich denke mal, dass wir dann besonders vorsichtig sein sollten. Oh ja, ich habe ja so Schiss vor denen hier. Okay, ich könnte hier hoch. Das ist eine lila Truhe. Ich habe übrigens angewöhnt, das aufzuschreiben. Ich habe ja solche Angst, ihr seid ja so stark. Ich heile mich ja wahrscheinlich eher als alles andere. Oh, ich war schon voll. Ich könnte wahrscheinlich die mit ihrem Broiler kämpfen lassen. Na, wenigstens kommt sie dann ein Stück höher. Oh. Wir haben trotzdem ein bisschen Schiss, wie es scheint. Warum auch immerhin mich dieser Fratz gerade angegriffen hat, also die haben ja nicht wirklich eine Chance. Jetzt ist die Frage, wo treffe ich... Ah, diese Bombler. Haben jetzt auch Angst. Ja, wie übermotiviert die sind. Du kriegst an, okay.
Oh, es sind ja drei. Also seit wir jetzt zu zweit sind, greifen wir uns auch mal drei Stück gleichzeitig an. Hör schon auf. Er hört dann aber auch teilweise nicht auf und ich habe halt keine Kontrolle, solange er nicht aufhört. Ich hätte das Zeug jetzt holen können. Ey. Hier sind wir, glaube ich, wieder am Anfang. Ah, sieht so ziemlich nach raus. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wo der Typ sein soll. Aber dann kann ich wenigstens noch schnell da die Monsterjagd da die andere machen. Ihr wisst schon. Also diese andere Quest hier. Osten des Hügellandes. Angreifen dürft mich hier jetzt eigentlich nichts. Das soll also von daher einfach sein, den noch schnell abzufrühstücken. Ich habe es jetzt auch nicht abgesehen, darauf die anzugreifen. Das lohnt sich auch überhaupt nicht. Ernsthaft? Greift mich da jemand an? Nee, der ist in diese Richtung geflohen. Osten des Hügellandes. Die greifen mich immer noch an. Die greifen anscheinend permanent an. Typisch diese kleinen giftigen Hunde. Wow. Das ist die Mühe nicht mal wert. Dafür könnte ich ein paar hundert besiegen, glaube ich. Und wenn ich sehe, 8 Erfahrungen, 6 Gold, das ist ein Witz. Ich schätze mal, wir sind mittlerweile so stark, dass ich bloß noch einen Schaden von denen kriege. Ist hier denn noch ein Wald? Was bist du? Oh, okay, die kann man angreifen. Hab ich schon mal gegen die gekämpft? Ach, die Quelle fanden die richtig. Ja, der hatte keine Chance, glaube ich. Nicht mal wirklich eine Hauch einer Chance. Wow, wenigstens hat es sich gelohnt. Mehr oder weniger. Wie, oh, Weißbrot. Immerhin 30 Gulden gespart. Kann ich hier rein? Nee. Oh, doch, hier kann ich rein? Und die kann ich sogar öffnen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Bis zum nächsten Mal. Bye, falsche Taste. Bye, Leute. Ich kann ja nicht speichern. Okay, dann ziehen wir es halt durch. Haudegen-Abzeichen. Wer hat hier Probleme? Du hast Probleme. Junge, hör zu. Wald sehr gefährlich. Flieh, renn weg. Hä, was ist los? Monster überall Zerstörung. Monster zerstören Wald. Das ist schrecklich. Was für ein Monster denn? Rhinobos. Groß, wir sehen 5. Gefährlich, sehr gefährlich. Flieh, renn weg. Aber was wird aus euch? Lebt ihr denn nicht hier? Wir bleiben im Wald, beschützen unseren Wald. Komm schon, Olli. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Zeigen ihnen den Bestien, wo es lang geht. Okay. Wir sind wahrscheinlich schon total überlevelt. Wir werden dir helfen, den Wald zu beschützen. Auch wenn das heute wieder Überfolge heißt. Überlänge meine ich. Nein, sehr gefährlich. Du Junge, zu schwach. Na, legst du jetzt aber falsch. Olli, hier mag nicht nach viel aussehen, aber der Junge hat ein paar mächtige Zauber drauf. Zauber? Was ist Zauber? Schmeckt gut? Aber nein, ein Zauber ist was ein Zauberer... Naja, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf geht's, Treppchen. Nee. Wie komme ich da hoch?
Ach, das ist nicht so wild. Die grüne Kiste kann ich wahrscheinlich eh nicht öffnen. Das sind die bösen Dinger. Die sehen auch anders aus als die anderen. Oh! Die sind wirklich stark. Also die hätten schon Probleme gemacht. Ja, Queenie, lauf am besten auf die Tastatur, das ist sehr hilfreich immer im Spielen. Ich bin schon froh, dass du mir bei Sea Billions damals nicht den Erfolg versaut hast mit dem keine Pause machen, weil das war auch kritisch, weil sie andauernd auf der Leertastentaste rumgeschwänzelt hat. Gott, wäre ich sauer gewesen, wenn die dann einfach mal auf Pause gedrückt hätte und ich das nicht wollte. Also die hätten damals echt gefährlich werden können. Wenn ich sehe, was die so einstecken. Was haben wir jetzt aber doch schnell erledigt? Ich hätte nicht mal gedacht, dass es hier im Wald ist. Ich habe es irgendwie vermutet, weil da was Ähnliches stand. Aber beim nächsten Mal geben wir das blöde Sandwich ab und... Ich will jetzt nicht nochmal aus Versehen in den Wald rennen. Aber ich schreibe mir dann gleich mal auf, dass hier was ist. Da wischen wir uns auch noch von hinten. Yay! Wo ist denn der Letzte? Der flieht vor uns, habe ich das Gefühl. Idiot. Meinte, deine Chancen sind eh schon gegen Null und lässt dich auch noch von hinten angreifen. Und bleibst stehen. Ja, das ist dein Ende. Aber die sind wirklich unglaublich stark. Aber wenn ich dran denke, wie stark Tom Pooh mittlerweile ist. Alles erledigt. Die Rhinoborusse werden dich nicht mehr belästigen. Ist wahr? Du stark? Naja, der junge Olli hat schon eine Rolle gespielt, klar, aber wäre der große Großfürst der Fee nicht gewesen, wird er bald immer noch im Schlamassel stecken. Dankeschön. Das Geschenk für dich. Oh, 3 Flaschen Eiskaffee, das ist mal nützlich. Und 4 blöde Stempel? Noch ein Stempel? Dann könnte ich fast schon diesen Bonus holen. Wir gehen nochmal Richtung Goldhain und dann werden wir in der nächsten Folge dann gucken, dass ich das Sandwich abgebe. Ja, verzieh dich, ich habe die stärkere Gegner besiegt als dich. Oh, da könnte ich gleich noch ein bisschen Wasser mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Da hinten könnte ich noch so eine komische Wurzel finden. Was ist jetzt los? Ach so, ist ein Absatz. Klar, schneller hier langlaufen wäre auch nicht schlecht. Aber... Was ist der Unterschied zwischen Eisengut und Wolfswurz? Das Eisen ist gut und der Wolfswurz stinkt. Ist auch ganz logisch. Ich bin froh, dass ich diese blöde Quest jetzt auch erledigt habe. Kann man dann eigentlich, ich frage mich, kann man alles freischalten an diesen Stempelkarten? Ich bin falsch, oder? Wo war denn dieser blöde Wald? Der war doch da oben.
Verschwinde, Mähdrescher. Was war das denn? Auf zum Goldhain. Ich bin froh, dass ich diese Quest gemacht habe. Da muss ich nämlich nicht nochmal dahin. So, dann würde ich jetzt aber sagen, das war Let's Play Ni no Kuni für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, Leute!